Jo Leute, was geht? Willkommen hier zu diesem Video auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich euch Fortnite-Tricks vor, die ihr einfach wissen müsst. Und diese Tricks benutzen auch ganz viele Fortnite-Profispieler. Und fangen wir mit dem ersten Trick an. Sagen wir mal, das ist die Box eines Gegners. Die ist komplett zu. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr dort eine Cone in die Box reintun könnt, ohne die Wand kaputt zu machen. Also einfach nur, sagen wir mal, hier ist der Gegner drin. Er macht die Wand nicht auf, er macht nichts auf. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr dort eine Cone reinmachen könnt, ohne etwas zu machen. Ihr wählt eure Cone aus, geht hierhin, versucht hier euer Crosshair unter dem Boden zu machen, damit das so aussieht. Und danach schießen und wie ihr sehen könnt, die Cone ist in der Box drin. Nochmal, ihr läuft so an, versucht einen richtigen Ort zu finden, drückt und dann ist die Cone drin. Versteht ihr, was ich meine? So, wartet. Hier. Bam. 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 Und dann ist die Cone halt auch schon drinne. Der Trick ist ganz, ganz geil. Und vertraut mir, der Gegner wird so verwirrt sein. Und ja, Leute, das war so der erste heftige Trick. Und ja, Leute, kommen wir zum nächsten Trick. So, Leute, als nächstes zeige ich euch einen ganz einfachen Trick, wie ihr schneller und besser halt schneller editieren könnt. Nämlich, wartet kurz. So, um schneller zu editieren können, müsst ihr die Bewegungen richtig klein halten. Zum Beispiel so. Bam, das reicht aus, um ein Edit zu machen. Ich sehe immer ganz viele Leute, die so machen. Und das ist halt zu lange, ne? Wenn ihr so macht, das spart euch dann halt Zeit. Und hier dasselbe. So, wie ihr sehen könnt, so editiert man halt auch schneller. Wie ihr sehen könnt, versucht die Editierbewegung so klein wie möglich zu halten. Aber das reicht dann auch vollkommen aus, um zu editieren, Leute. Vielleicht mal hier. Ach, egal. Ja, Leute, dasselbe. Oh mein Gott, wieso bin ich gerade so schlecht? Und ja, Leute, das. Oh mein Gott! Wartet, wartet, wartet. Wartet. Ja, das Ganze auch beim Triple Edit. Also checkt ihr, was ich meine? Versucht die Bearbeiten-Bewegung so klein wie möglich zu halten. Und dann werdet ihr deutlich schneller im Bearbeiten. Das ist so ein ganz einfacher Trick. Also ja, versucht das erstmal so zu lernen, weil dann könnt ihr halt viel schneller bearbeiten. Halt, ja. Okay, Leute, der nächste Trick ist sowas von OP. Dafür müsst ihr mit Stein bauen. Und ja, fangen wir damit an. Ihr müsst erstmal eine Wand bauen. Als nächstes editiert ihr genau so die Wand auf, also genau so. Macht hier eine Cone, editiert die so auf. Macht hier eine Cone, editiert die so auf. Und wie ihr sehen könnt, ihr könnt durch diese kleine Lücke einfach schießen. Durch die auch. Durch die nicht, aber ihr könnt durch diese Lücke einfach mal durchschießen. Was so OP ist und das krass ist, der Gegner wird euch nicht mal sehen. Und ja, Leute, guck, wie ihr sehen könnt, wenn der Gegner weit weg ist, dann kann er euch nicht mal treffen. Also das ist heftig, Leute. Also, oh mein Gott, guckt euch das an, Junge. Das ist so verdammt heftig, OP. Okay, Leute, als nächstes zeige ich euch, wie ihr einen Triple-Edit-Bug fixen könnt. Das heißt nämlich, wenn euer Triple-Edit gerade so aussieht und ihr gerade irgendwie kein Triple-Edit hinbekommt, wartet. Wenn ihr gerade kein Triple-Edit hinbekommt, obwohl ihr eigentlich ein Triple-Edit könnt, dann zeige ich euch, welche Einstellungen ihr einstellen müsst, damit ihr ein Triple-Edit wieder hinbekommt. Und zwar geht ihr in die Einstellungen, auf das Zahnrad, scrollt nach unten bis zu Gebäude und dann seht ihr, Vorbearbeitung deaktiviert, das macht ihr dann aus. Bam. Und jetzt darf ich euch vorstellen, so kriegt ihr wieder euer Triple Edit. Wartet, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wartet, wartet, wartet. Okay, ja, wie ihr sehen könnt. Oh mein Gott, ich muss erstmal wieder reinkommen in Triple Edit, wartet, so. Und jetzt, wie ihr sehen könnt, bekommt ihr viel öfter Triple Edit hin. Natürlich kann ich euch nicht garantieren, dass ihr immer Triple Edit hinbekommt. Aber viel öfter als sonst. Ja, 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 jetzt komme ich wieder rein. Jetzt komme ich wieder rein. Also ja, Leute, so könnt ihr euer Triple Edit Bug fixen. Okay, Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Meine Edits sind heute wieder mal richtig schlecht. Deswegen, ich glaube, das kann man auch sehen, dass meine Edits heute schlecht sind. Aber ja, Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video so gut wie möglich helfen. Ich habe versucht, euch es so gut wie möglich zu erklären. Teilt das Video gerne an eure Freunde, die auch unbedingt besser werden müssen.
Und ja, meine Leute, ich wünsche euch viel Spaß noch. Schönen Tag euch noch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.